Die Servicezeit am Mittwochabend. Herzlich willkommen. Und tja, ich glaube, da war ich gestern ein bisschen voreilig, ne, was das Rasieren angeht. Mit oder ohne Bart, hatte ich Sie ja gefragt. Und Sie haben auf Facebook abgestimmt. Zwei Drittel sind der Meinung, können es besser mit Bart. Aber gut, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht bis Ende der Sendung kriegen wir da was hin. Mal schauen. Vorher haben wir jede Menge Service für Sie. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wir haben beispielsweise wieder ein leckeres Sommerrezept für Sie von und mit Björn Freitag. Heute macht er einen Salat. Dann sagen wir Ihnen, wann Schmerzmittel sogar ein Nierenversagen auslösen können. Und es geht um ganz viel Ärger heute bei uns in der Sendung. Nämlich dann, wenn der Einbrecher zu Besuch war. 30 Minuten Servicezeit. Die liegen jetzt vor Ihnen. Und in diesen 30 Minuten, da wird in Deutschland 7-mal eingebrochen. Also rein statistisch gesehen. Alle 4 Minuten passiert ein Einbruch. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass der erfolgreich ist. Denn aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen kommt nicht jeder Einbrecher rein. Und gerade der Versuch macht aber trotzdem einiges zu Hause kaputt. Bei unserem Zuschauer Mustafa Turgut ging nach einem Einbruchversuch der Ärger erst so richtig los. Ende 2011. Es herrscht Hochsaison bei den Einbrechern. Immer wieder schlagen sie zu. So auch in diesem Wohngebiet in Bottrop. Der Täter interessiert sich vor allem für das Haus von Familie Turgut. Über die Terrassentür will er ins Innere gelangen. Doch das wird schwieriger als gedacht. Als wir nach Hause kamen, haben wir sofort gesehen, dass die Balkontür einen Bogen hatte in der Mitte. Und deutete sofort hin, dass die Einbrecher mit dem Einbruchswerkzeug schon in der Küche drin waren. Doch die Terrassentür hält stand. Ebenso das Fenster zum Kinderzimmer und die Haustür. Zuletzt versucht es der hartnäckige Täter am Schlafzimmerfenster. Keine Chance. Denn Familie Turgut aus Bottrop hat vorgesorgt. Als sie das Haus 2002 kaufen, lassen sie zusätzliche Verriegelungen einbauen. Zwar kommt der Einbrecher so nicht ins Haus, trotzdem kommt es zu erheblichen Schäden. Wir haben hier an der Hauseingangstür haben wir massive Aufhebespuren gefunden, dass im Rahmen der Rahmen selber aufgerissen war. Und als er erst gesehen hat, dass die Verriegelung doppelt verschlossen war, hat er, denke ich mal, aufgegeben und sich dann woanders zu schaffen gemacht. Was bleibt, sind die Schäden. Kein großes Problem, denkt sich Mustafa Turgut und wendet sich an seine Versicherung. Einbruchschäden sind auch meist dann versichert, wenn der Täter zwar nicht ins Haus eindringen kann, bei dem Versuch aber Spuren hinterlässt. Wir haben den Schaden natürlich auch zeitnah gemeldet und die sagten, kein Problem, wir schicken unseren Bearbeiter vorbei. Der kam dann auch recht zeitnah vorbei, hat sich die Sachen angeguckt und hat auch direkt eine Firma, die das wohl auch gut können. Die hatten wohl gute Erfahrungen damit. Turguts Versicherung, die HDI, kommt zu dem Ergebnis, dass die Schäden repariert werden können und empfiehlt Mustafa Turgut eine Fachfirma. Die Versicherung zahlt nach Kostenvoranschlag. Doch die verbogene Tür macht den Handwerkern zu schaffen. Und beim zweiten Versuch hat man es dann ausgebaut und hier auf dieser Terrassenfläche versucht, mit Zwingen zu richten, was auch nicht funktioniert hat. Und zum Schluss haben dann zwei Mann an den Ecken der Tür 4 Klötzchen hingelegt und stiegen da drauf und dann fingen 2 Mann auf die Tür an zu wippen. Die Fachfirma FDS schreibt dazu, die Haustür ist ca. 40 Jahre alt und kann dementsprechend nur bedingt repariert werden. Ein Gutachter stellt nachher fest, dass noch Schäden für mehr als 800 Euro ausgebessert werden müssen. Die Versicherung aber lehnt es ab, mehr Geld zu zahlen. HDI schreibt, die noch ausstehenden Restarbeiten sind im Rahmen der Gewährleistung durch die Firma FDS zu tragen. FDS aber sieht keinen Regulierungsbedarf mehr und nimmt wiederum die Versicherung in die Pflicht. Regulieren muss den Versicherungsschaden die Versicherung und nicht ein Handwerksbetrieb. Baurechtsexperte Peter Maul kennt solche Fälle. Er rät Betroffenen. Wenn ich bei einem Versicherungsfall einen Handwerker beauftrage, den Schaden zu beseitigen, dann ist mein Vertragspartner dieses Unternehmen. Macht dieses Unternehmen Fehler, dann führt das dazu, dass ich dieses Unternehmen auffordern muss, die Mängel zu beseitigen. Dazu ist es wichtig, die Schäden genau zu dokumentieren. Über die Rechtsschutzversicherung hat Familie Turgut einen Sachverständigen beauftragt, den Schaden schätzen zu lassen. Eine gute Entscheidung? Ich würde das davon abhängig machen, um was für einen Mangel es sich handelt. Ob es eine große oder kleinere Angelegenheit, eine eilige oder nicht eilige Sache ist, eine komplexe oder nicht komplexe. Ich würde vom Privatgutachter stets die Sachen machen lassen, die schnell, einfach sind und eilig.
Der Experte rät in solchen Fällen, Schaden dokumentieren, erstmal nur durch Fotos. Frist zur Nachbesserung setzen. Eine andere Firma erst beauftragen, wenn der Schaden nicht behoben wurde. Familie Thurgut ist mit ihrer Geduld am Ende. Trotz Gutachten und Fristsetzung ist der Schaden immer noch nicht behoben. Jetzt treffen sich die Parteien vor Gericht. Und das alles wegen eines Einbrechers, der gar keinen Erfolg hatte. Ja, und da fragt man sich, über was man sich am Ende dann mehr ärgert. Wie sieht so eine Schadensregulierung aus nach einem Einbruch? Wie verhält man sich korrekterweise? Wichtige Informationen haben wir im Internet zusammengefasst auf servicezeit.de. Ibuprofen, Paracetamol, ja, das sind zwei Klassiker unter den Schmerzmitteln, die Sie alle kennen. Und sie sind deswegen auch so beliebt bei uns, weil sie genau das tun, was wir erwarten. Dass sie nämlich schnell wirken, also entweder schmerzlindernd oder auch entzündungshemmend. Und weil solche Mittel so schnell wirken, vergessen wir zu oft leider die Nebenwirkungen. Das sollten wir aber nicht, denn je nach Verträglichkeit können solche Medikamente im schlimmsten Fall zum Beispiel sogar ein Nierenversagen auslösen. Ein akuter Notfall. Renate Fechner schwebt in Lebensgefahr. Ihre Nieren arbeiten nicht mehr. Irgendwas stimmt mit meinem ganzen Körper nicht mehr. Ich konnte nicht mehr essen. Ich kriegte keine Luft mehr. Ich musste oft zum Klo und auf einmal konnte ich gar nicht mehr zur Toilette gehen. Die Blutprobe zeigt, ihre Kreatinin- und Kaliumwerte sind bedrohlich hoch. Renate Fechner muss schon lange Tabletten für Herz- und Blutdruck nehmen. Dann bekommt sie auch noch Rückenschmerzen. Und hat daraufhin Ibuprofen genommen und dieses labile System aus ihren Medikamenten und ihrer Herzschwäche ist dadurch komplett durcheinander geraten. Sie hat ein Nierenversagen entwickelt und dann wurde letztendlich erst nach der Abnahme ihrer Blutwerte die ganze Dramatik dieses Krankheitsbildes klar. Trotz der vielen Medikamente wurden ihre Nierenwerte nicht kontrolliert. Niemand hatte sie vor den Nebenwirkungen gewarnt. Kaum jemand weiß, nicht nur Tabletten, auch Schmerzsalben belasten die Nieren. Die entzündungshemmenden Schmerzmittel werden millionenfach verschrieben. Deshalb warnt Schmerztherapeut Jan Storck, das Risiko eines Nierenversagens steigt stark an, je älter die Menschen sind und je mehr Vorerkrankungen sie haben. Gefährdet sind tatsächlich Patienten, die Vorerkrankungen haben, von kardialer Seite, die angewiesen sind auf Blutdrucksenker wie die ACE-Hämmer oder auf Wassertabletten wie die Diuretika. Aber auch Patienten, die eine Vorerkrankung der Niere haben, sind natürlich gefährdet. Wird die Belastung der Niere nicht erkannt, können rezeptfreie Schmerzmittel das Fass zum Überlaufen bringen und ein Nierenversagen auslösen. So erging es Hanna Ulrich. Sie nahm jahrelang Tabletten gegen ihre Kopfschmerzen. 2 Jahre lang musste sie an die Dialyse. Doch ihre Nieren wurden immer schlechter. Sie waren schon zu sehr geschädigt. Heute lebt sie mit einer Spenderniere. Ihre Ärztin sieht solche fatalen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln häufiger. Sie sagt, bei älteren Menschen mit Vorerkrankung müssten die Nieren regelmäßig kontrolliert werden, wenn sie Schmerzmittel bekommen. Die antirheumatischen Schmerzmittel wirken nach einem bestimmten Prinzip. Die Medikamente, hier gelb, schalten im Blut bestimmte Hormone aus, die Prostaglandine. Hier grün und blau dargestellt. Werden sie ausgeschaltet, kann es dazu führen, dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Das Problem, diese Nierenschäden verursachen keine Schmerzen. Nur durch eine Blutuntersuchung können sie rechtzeitig erkannt werden. Ein älterer multimorbider Patient sollte sicherlich alle 3 Monate unter Medikation seinen Kreatininwert messen lassen. Insbesondere dann, wenn er zusätzliche Medikamente einnimmt, die möglicherweise dem betreuenden Hausarzt nicht bekannt sind. Doch was sollen Menschen machen, die auf Schmerzmittel angewiesen sind, wenn ihre Nierenfunktion schon eingeschränkt ist? Es gibt natürlich Alternativen. Dazu muss man sich die Krankheitsbilder angucken, die die Patienten haben. Wir wissen zum Beispiel, dass Medikamente wie das Paracetamol oder das Novaminsulfon nicht so sehr die Niere schädigen, wie es eben dieses Diclofenac, Ibuprofen und ähnliche tun. Aber in vielen Schmerzerkrankungen sind auch andere Medikamente sinnvoll einsetzbar. Das sollte dann aber immer nur in Rücksprache mit einem Schmerztherapeuten erfolgen. Wenn man einem Patienten, der das Risiko hat, eine Nierenproblematik unter Schmerzmitteln zu erleiden,
dass man dem, wenn man denn denkt, er müsse diese Schmerzmittel auf jeden Fall haben, und es gibt natürlich Erkrankungen, wo das notwendig ist, weil die sehr wirksam sind, dann muss man andere Medikamente eher reduzieren. Also dazu gehören ACE-Hämmer und dazu gehören auch die sogenannten Wassertabletten, also Diuretika. Die müssen in solchen Situationen reduziert oder pausiert werden, damit die Niere ein bisschen mehr Reserve hat für diese Schmerzmittel. Renate Fechner hat noch einmal Glück gehabt. Ihre Nieren haben sich erholt. Jetzt bekommt sie weniger Medikamente. Die Schmerzmittel wurden abgesetzt. Und in dem Zusammenhang kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, Schmerzmittel sind Medikamente und eben keine Lutschbonbons. So, aber jetzt geht es erstmal in den Urlaub. Ne? Ende der Woche beginnen die Sommerferien, also ab in den Flieger, hin zum Urlaubsort und rein ins Hotel. Und wenn Sie dann mehr sehen wollen, als außer nur Strand oder Hotelbar, dann mieten Sie sich doch einen Wagen, also um Land und Leute kennenzulernen. Nur, wie war das nochmal, um Ärger zu vermeiden? Besser den Wagen hier vor Ort buchen oder doch erst am Urlaubsort? Egal ob Einkäufe für die Ferienwohnung oder Ausflug ins Hinterland. Viele Urlauber wollen nicht auf die gewohnte Mobilität verzichten. Und ganz ohne Auto klappt's eben nicht überall. Fahrzeuge gibt es bei den Verleihern selbst, aber auch im Reisebüro oder über das Internet. Dort bieten Mietwagenportale einen Vergleich verschiedener Anbieter. Ein gutes Vergleichsportal sollte viele Anbieter listen, damit auch ein guter Preisvergleich stattfindet. Es sollte die Vertragsbedingungen gut und vollständig auflisten und Filterkriterien bieten, damit der Verbraucher gucken kann, was möchte ich für einen Vertrag haben, und danach auch gezielt die Angebote filtern kann. Die Buchung sollte über einen deutschen Anbieter erfolgen. So ist gewährleistet, dass Geschäftsbedingungen und Vertrag nicht in der Sprache des Urlaubslandes verfasst sind. Wir suchen einen Kleinwagen auf Mallorca. Für eine Woche inklusive Versicherungspaket gibt es den schon für 159 Euro. Ein Vergleich lohnt sich. Also in allen Ländern gab es Städte, wo wir vor Ort festgestellt haben, dass es zwischen den einzelnen Autovermietungen extreme Preisunterschiede gibt. Hervorzuheben war hier ein Beispiel in Frankreich, wo wir vor Ort 149 Euro Preisunterschied hatten zwischen dem teuersten und dem günstigsten Anbieter. Im Urlaubsland findet die Übernahme des Wagens meist gleich am Flughafen oder beim Verleiher im Ort statt. Unser Fahrzeug haben wir auf Vorschäden kontrolliert, ein Muss. Die Mietkonditionen entsprechen unserer Buchung. Falls Sie kurz entschlossen einen Wagen vor Ort mieten wollen, seriöse Anbieter verfassen den Vertrag auch in mindestens einer Fremdsprache. Ist das nicht der Fall, ist Vorsicht geboten. In jedem Fall empfiehlt sich der Abschluss einer Vollkaskoversicherung ganz ohne Selbstbeteiligung. Aber Vorsicht, nicht alle Vollkaskoversicherungen enthalten zum Beispiel einen Schutz gegen Reifenschäden oder Glasbruch. Den sollte man immer dazu buchen. Beim Angebotsvergleich sollte man sich auch die Deckungssumme der Kfz-Haftpflichtversicherung angucken. Sie ist in südlichen Ländern oft anders, als wir sie hier kennen. In Griechenland beispielsweise ist sie für Sachschäden nur bei 100.000 Euro, für Personenschäden bei 500.000 Euro. Wir haben aber auch Angebote gefunden, wo man für wenige Euro mehr einen Versicherungsschutz im Millionenbereich bekommt. Ein zusätzliches Navi kann mit bis zu 30 Euro täglich zu Buche schlagen. Falls vorhanden, besser das eigene Gerät mitbringen. Ein zweiter Fahrer kann bis zu 60 Euro zusätzlich kosten. Ist einer der Fahrer unter 25, kostet das in vielen Fällen ebenfalls extra. Personen unter 21 Jahren bleiben oft nur Beifahrer. Nach oben gibt es ebenfalls Altersgrenzen. In Irland brauchen über 75-Jährige eine ärztliche Tauglichkeitsbescheinigung und einen Nachweis, dass sie 5 Jahre unfallfrei gefahren sind. In Griechenland geht ab 75 oft sogar nichts mehr. In vielen EU-Ländern ist für Senioren eine Zusatzversicherung üblich. Auch im Falle einer Panne gibt es spezielle Spielregeln. Die meisten Verleiher fordern, dass sie sofort informiert werden. Bei Unfällen, auch solchen ohne Beteiligung Dritter, muss die Polizei eingeschaltet werden, sonst droht der Verfall des Versicherungsschutzes. Am Ende des Urlaubs sollten die Rückgabe selbst und die Schadensfreiheit des Mietwagens protokolliert und eine Kopie ausgehändigt werden. Wer sich an diese Grundregeln hält, ist auf der sicheren Seite bei der Spritztour im Urlaubsland.
Ja, und bleiben wir noch mal schnell bei den Pannen. Denken Sie an die Schutzwesten. Mittlerweile in fast allen europäischen Ländern Pflicht. Seit gestern übrigens auch bei uns. Und achten Sie mal, in der Weste, wenn Sie eine haben, da müsste hinten eine Nummer drin stehen. Dann ist die Weste auch okay. EN471. Wenn Sie die Weste vergessen, kostet das hier bei uns in Deutschland 15 Euro. Verhältnismäßig günstig. Fahren Sie mal nach Belgien und werden Sie dort erwischt. Das kann an der Unfallstelle bis zu 1400 Euro kosten. Noch teurer wird es übrigens in Österreich, diesen Spitzenreiter mit 2180 Euro. So, wem das zu teuer ist, der sagt, pass auf, ich bleibe besser gleich hier in Deutschland. Hier ist es auch schön, ab in den Wald. Ich mache am besten hier Urlaub. Ja, wo geht das denn bei uns in Nordrhein-Westfalen? Wir haben jetzt wunderschöne Ausflugstipps für Sie zusammengestellt. Gleich ist Tamina Kallert bei mir im Studio und wird Ihre persönlichen Reisetipps bei uns in Nordrhein-Westfalen, also für all die Daheimgebliebenen, mal erzählen. Auf geht's mit vollem Tempo in die schönste Zeit des Jahres. Die Seele baumeln lassen. Sommer, Sonne, Wasserspaß genießen. Dafür muss man nicht in die Ferne schweifen. Urlaubsaction und spannende Begegnungen finden Nordrhein-Westfalen auch vor der eigenen Haustür. Von wild und rasant bis ruhig und entspannt. Tamina Kallert stellt ihre persönlichen Urlaubstipps für alle Daheimgebliebenen vor. Ja, das macht wirklich Lust auf mehr, Tamina, oder? Ich meine, die meisten wollen ja immer, wenn es heißt, ab in den Urlaub, irgendwie raus aus dem Land, möglichst weit weg. Jetzt warst du in NRW unterwegs und sagst, genau, muss man gar nicht. Muss man gar nicht. Wir haben ja viele tolle Sachen. Erster Tipp, Nationalpark Eifel. Jetzt in den Ferien gibt es da unglaublich viele Angebote. Und was ich ganz toll empfehlen kann, sind die Ranger-Touren. Kostenlos. Man kann von verschiedenen Orten losgehen. Ja. Für groß und klein verschiedene Schwierigkeitslevel. Und diese Jungs machen das total leidenschaftlich und nett und zeigen einem da den Nationalpark Eifel auf Wanderwegen, auf versteckten Pfaden. Richtig toll. Also das heißt, das sind geführte Wanderungen, wo ich auch meine Kinder jetzt mitnehmen könnte? Ja, es gibt sogar auch im Junior Ranger, wo die kleinen Ranger dann den kleinen Kindern sozusagen ihre Natur näher bringen, wo die Eltern natürlich über die Schultern gucken können. Mhm. Auch eine ganz süße Variante, die ab und zu stattfindet. Die anderen Ranger-Touren sind jeden Tag. Wie gesagt, kostenlos und ohne Anmeldung kann man da hingehen und mitlaufen. Und im Internet haben die wirklich einen super Auftritt. Da kann man sich genau anschauen, wo geht's los, wie schwierig ist das, für wen ist das geeignet. Tolle Sache. Und wer ein bisschen mehr Abenteuer braucht, der benutzt den Wildnis Trail. Was ist das? Der Wildnis Trail ist ein Wanderweg quer durch den Nationalpark, wo man darauf geachtet hat, dass der wirklich alle verschiedenen Naturerlebnisse so mit einbezieht. Mhm. 4 Tagesetappen kann man den schaffen, in 4 Tagesetappen. Man kann aber auch einzelne Etappen nur machen. Das ist immer dieses Lux-Symbol, das Katzensymbol, dem muss man folgen, weil die Wildkatzen, die gibt es ja noch im Nationalpark Eifel. Tolle Betriebe am Rand des Weges, die mit naturnahen Produkten arbeiten. Das ist wirklich ein ganz schön ausgeklügeltes Konzept. Mhm. Und wer das nicht auf eigene Faust machen will, der kann auch so Paketarrangements buchen. Zum Beispiel mit Gepäck von A nach B bringen lassen oder einen Ausgangspunkt wählen und sich dann hinbringen lassen zum Wandern. Also die haben da wirklich unglaublich viele Angebote für alle Geschmäcker. Und das Hellental, also das Wildgehege Hellental, das sollte man auf jeden Fall auch besuchen. Unbedingt, ne? Wenn man schon mal immer in der Eifel ist, ganz eine süße Anlage, finde ich, mit tollen Tieren, die hier bei uns zu Hause sind. Und dieser berühmten Greifvogelstation, da gibt es die lustigsten und skurrilsten Vögel. Ich glaube, der flugfaule Condor Santiago hat es schon zu Weltruhm gebracht. Ja, genau. Der immer nicht fliegen will, den setzt man dann auf die Staumauer oder in den Heißluftballon, damit er endlich mal fliegt. Den kann man da auch bewundern. Jetzt geht's rauf ins Münsterland, also von der Eifel aus gesehen. Was ist da dein Tipp? Im Münsterland gibt es die letzte freilebende Wildpferdeherde Europas. Das wissen ja wohl die allerwenigsten, oder hast du das gewusst? Ja, also da leben jetzt, also richtig, also Pferde, aber Wildpferde, eine ganze Herde, 350 Stück vor den Toren von Dülmen, in einem riesigen Areal, im Naturschutzgebiet Meerfelder Bruch. Die kann man besuchen mit einer Radtour oder mit auch hinwandern. Immer am Wochenende ist dieses Gebiet für Besucher offen. Ja. Und das ist ein faszinierendes Erlebnis. Also ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie nah man diesen Tieren kommt. Die Fohlen spielen, die Tiere weiden in kleinen Grüppchen, aber leben komplett frei. Der Mensch mischt sich da kaum ein. Aber die sind also, dem Menschen schon so ein bisschen gewöhnt. Also die kommen dann aus Neugier dann schon mal ran, oder? Die geben jetzt nicht Küsschen und Schnuppern, aber die kann man relativ hautnah erleben, wenn man ruhig ist und leise da durchwandert. Das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Erlebnis. Jetzt haben wir 2 richtig schöne Naturtipps dabei gehabt, den Nationalpark Eifel, dann jetzt das Münsterland, um die Wildpferde zu entdecken. Aber es gibt auch ein bisschen was Handfestes für all die zu Hause bleiben und sagen, ja, ich brauche so ein bisschen mehr Action auch dabei. Ja, hast du schon mal den Ruhrtal-Radweg gemacht?
Ja, von der Quelle bis zur Mündung, ja. Ich glaube 230 Kilometer. Wow, ne? Bist du informiert? Ja. Hast du selber gemacht? Habe ich mich gefahren. Ernsthaft? Ja. Und ist da wohl eine coole Strecke, oder? Ja, absolut, weil du fängst am Sauerland an, ne? Du hast also da dieses Naturerlebnis. Ländlich. Und dann, gerade wenn du ins Ruhrgebiet kommst, Bochum, ja, Essen, Duisburg. Die Industriedenkmäler umgebaut und so weiter. Wunderschön, toll. Auch relativ Städte. Leicht zu fahren, also wenn man von oben nach unten fährt sozusagen. Okay, also der Profi weiß es schon, genau. Und wenn man das Ganze aber nicht schafft, also nicht für jeden vielleicht zu schaffen, dann empfehle ich eine Teilstrecke, zum Beispiel bei Bochum. Und da mal stoppen, weil es gibt da tolle Sehenswürdigkeiten am Rand des Weges, zum Beispiel das Eisenbahnmuseum Dahlhausen. Das ist wirklich ein Reisewert. Und das Coole ist, die machen jetzt im Sommer ganz viele Aktivitäten, zum Beispiel 20. Juli für Kinder ein Abenteuertag. Da stehen diese Ausstellungsobjekte nicht nur rum, sondern man kann mit der Dampflok mitfahren, die ganze Familie kann aufsteigen, die Kleinen dürfen auf den Führerstand vorne drauf. Es gibt ganz viele Aktionen rund um die Eisenbahn. Für die ganze Familie eine super Idee. Tamina, das sind jetzt drei tolle Tipps gewesen. Also für all die, die zu Hause bleiben und sagen, ja, vielleicht für so einen Tagesausflug würde ich das ganz gerne mal machen. Aber wie kann man sich denn, wenn man vielleicht noch andere Ideen ausprobieren möchte, wie kann man sich da orientieren? Wo informiert man sich? Also ich war wirklich beeindruckt, wie gut informiert man sein kann, wenn man sich im Internet umguckt. Und zwar die Ausflugstipps oder die Ausflugsziele, die man vielleicht schon kennt, zum Beispiel, was ich, Freilichtmuseum Kommern. Mhm. Kennt man vielleicht schon. Jetzt im Sommer machen die ganz viele Angebote extra für die Ferienzeit, für Kinder, für Familien. Oder Schloss Diek zum Beispiel bietet tolle Sachen an für Kinder. Staumauern bauen, Bienenhäuser bauen, Schatzsuche. Also das lohnt sich einfach im Internet nochmal zu gucken, welche Region liegt mir, welche Ecke finde ich spannend und was machen die jetzt speziell in den Ferien, weil da ist viel los. Sagt Tamina Kallert und sie kennt sich schließlich aus. Vielen Dank. Danke auch. Ja, mehr zum Thema Urlaub, liebe Zuschauer, gleich noch bei mir in der Radioservice-Zeit. Also wir machen mit dem Thema weiter ab 19 Uhr. Wenn Sie jetzt tolle Tipps haben, bei mir in NRW, da in der Ecke, wo ich wohne, ist es auch schön. Oder Sie haben Fragen dazu, rufen Sie an unter der 0800 5678 3x2 oder Sie mailen an wdr2@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit Björn Freitag. Das hatten wir die ganze Woche schon, ein leckeres Rezept. Und heute, da passen wir uns auch so ein bisschen der Großwetterlage an. Es soll ja die nächsten Tage richtig heiß werden. Also brauchen wir heute ein Rezept von Björn, was leicht ist, also was nicht ganz so schwer im Magen liegt. Also, was liegt da näher als jetzt ein leckerer Sommersalat? Und den Salat, den hat sich Björn wie immer in der Region besorgt. Heute besuche ich den Leinhof in Bonn-Friesdorf. Michael Peters von dem Biolandbetrieb produziert das ganze Jahr Salate, Kräuter, Gemüse und Blumen. Verkauft sie im Hofladen und liefert sie zu den Haushalten in der Umgebung. Ich brauche heute Salat, denn ich koche Sommerpflücksalat mit asiatischer Vinaigrette und Mango-Mozzarella-Maultasche. Schönen guten Tag, Herr Peters. Ah, Herr Freitag. Hallo. Schönen guten Tag. Was ernten Sie da gerade? Ich ernte Romana-Salat. Welche Sorten haben Sie denn grundsätzlich hier? Das hier sind Pflücksalate, Eichenlaubsalat und Salanova. Der bleibt sehr klein. Das ist extra eine Züchtung für den Single-Haushalt. Was halten Sie von den asiatischen Salaten? Asiatische Salate, die wachsen drüben auf der anderen Seite. Asiatische Salate sind sehr beliebt und haben einen sehr charakteristischen Geschmack. Okay. Von daher gehören sie... Das kommt durch die Senföle. Ja, ja, das ist ein bisschen scharf, wie Senf eben auch. Hm? Ist das ein asiatischer Salat? Ja, das hier ist Mentsuna Early. So ein senfartiger Geschmack. Mhm. Und das hier ist Red Giant, so heißt diese Sorte. Man kann natürlich auch sehr schön Kräuter dazu nehmen, Borretsch, solche Sachen. Boah, der ist aber schon richtig scharf. Ja, ja, das hat Feuer. Das hat Feuer. Dann nehme ich hiervon mal ein Blatt mit. Wie gesagt, im Hofladen können Sie viele kriegen. Dann gehen wir jetzt im Hofladen. Salat versorgt uns mit Kalium und Folsäure, aber gerade letzteres baut sich sehr schnell ab, daher sollte man Salat immer nach Bedarf kaufen. Für den Nudelteig muss ich jetzt erstmal das Mehl mit den Eiern und ein bisschen Wasser verrühren. Und Salz. So, den Rest muss ich jetzt leider von Hand nochmal durchkneten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir gleich gut verschließen können. Und dafür mache ich mir jetzt nochmal hier ein Ei fertig. Damit bestreiche ich den gleich auf einer Seite.
So, das reicht jetzt schon ungefähr. Also das ist so die optimale Dicke für Maultaschen hier. Wer es mag, kann es ruhig ein bisschen dünner machen, aber so wird man auch satt davon. Jetzt pinsel ich hier die obere Seite ein, damit ich den Teig gleich gut verschließen kann. Und jetzt kommt der Clou, jetzt kommt ein bisschen reife Mango. Also es ist ein schönes, leichtes Sommermaultäschchen, kann man auch sagen. Jetzt eine schöne Scheibe Mozzarella mit drauf. Also Ränder gut zumachen. Wichtig ist halt, dass Maultaschen immer nur so leicht simmern, also wirklich nur so 80, 90 Grad heißes Wasser haben. Also die sollen schön in Ruhe ziehen und nicht irgendwie kochen. In den anderen Topf hier, beziehungsweise in die Pfanne, da gebe ich jetzt mal hier ein paar Sesamkörner rein. Ich will das Ganze heute so ein bisschen asiatisch noch abschmecken. Und zwar mache ich das Salatdressing heute mal mit Joghurt. Und den Joghurt, den verrühre ich jetzt einfach mal mit Sonnenblumenöl. Dazu kommt noch ein bisschen Meersalz. Und wenn schon asiatisch, dann auch gerne immer ein bisschen Wasabi-Pulver. Nur damit bitte vorsichtig. Also da kann man wirklich mal mit einer Messerspitze arbeiten. Also das reicht schon ungefähr so an Wasabi-Pulver, weil das ist wirklich sehr scharf. Zucker und Reisessig. Und alles gut verrühren. Gehen wir noch ein bisschen Pfeffer dazu. So, und dann nehme ich mir noch ein bisschen Ingwer. Hab den auch noch dazu. Super lecker. Also das jetzt auch gerade zu den asiatischen Salaten. Ich glaube, das wird eine Wucht. Jetzt zum Salat erst die Karotten. Und eine Gurke schneide ich auch noch eben. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles Schönes haben von unserem Biohof. Also hier, das war ja so scharf, das habe ich ja probiert. Deshalb also hier feine Streifen. Der Minzuna-Salat, der ist wiederum schön mild. Den können wir eigentlich so anrichten. Gewaschen habe ich den Salat komplett. So, und jetzt immer ein bisschen abwechselnd. Mal Gurke, mal Karotte, dann wieder ein bisschen von dem scharfen Salat dazwischen. Die Blüten, die gebe ich ganz oben hinterher drauf. Jetzt noch mal ein bisschen Romana-Salat drauf. So. Jetzt gehe ich mal hier rum, mache noch mal ein paar Blüten drauf. Also das war die gelbe hier von unserem Minzuna-Salat. Dann habe ich hier noch, also das sind jetzt nicht die Stiefmütterchen, die ich beim Nachbarn geklaut habe, sondern das sind wirklich gezogene, essbare Blüten. Dann gebe ich noch ein bisschen Sesam oben drüber. Und jetzt kommt mein ultimatives Dressing hier. So, was machen die Maultaschen? Die schwimmen schon alle oben, wunderbar. Ich richte jetzt mal so eine schöne, dicke Maultasche hier pro Teller an. Also Mozzarella schmeckt nicht nur zu Tomate, sondern auch gut zu Mango. Und das war's heute mit meinen sommerlichen Pflücksalaten mit asiatischer Vinaigrette und Maultaschen. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja, und das Rezept zum Nachkochen von Björn finden Sie natürlich auch bei uns im Internet auf servicezeit.de. Und jetzt habe ich noch einen ganz interessanten Tipp für alle, die es hassen, Kartoffeln zu schälen oder Äpfel zu schälen. Ein Video, das auch mittlerweile auf unserer Facebook-Seite steht. Schauen Sie mal, also ein wirklich toller Trick. Sie brauchen natürlich, sagen wir mal jetzt in dem Fall Äpfel. Dann hat der Mann einen Akkuschrauber genommen, sehen Sie das? Und dann steckt er den Apfel vorne auf den Aufsatz drauf, nimmt ein Schälmesser und dann geht das wupp und der Apfel ist geschält. So, zack, einen nehmen wir noch mit. Apfel draufstecken, Schälmesser dranhalten, fertig. Ja, das hat natürlich dann direkt unsere Fangemeinde aktiviert. Yvonne Willig schreibt, probiere ich direkt aus, wobei Monika Leh meint, also unter der Schale stecken die meisten Vitamine, daher nicht schälen. Entscheiden Sie selber, probieren Sie es aus. Ich sage Ihnen nur eins, die Küche sieht aus wie Sau. So, das war's. Jetzt die Aktuelle Stunde. Tschüss und schönen Abend.